Name? Mehdi Jamal. Y oder J? J. Das ist mein Kollege Mehdi. Immer cool, immer ein Lächeln im Gesicht. Alter? 26. Staatsangehörigkeit? Deutsch. Deutsch. Vorstrafen? Eine. Das ist mein bester Kumpel Kemal. Name? Kemal. Özbek. Der Typ mit den genialen Plänen. Alter? 26. Staatsangehörigkeit? Indisch? Türkisch? Und das ist unser Lieblingsbulle, Kriminalhauptkommissar Lorand. Der Mann, der sich nie verarschen lässt. Vorstrafen. Name? Ertan Ongun. Und das bin ich. Ein typischer Kieler. Alter? 25. Staatsangehörigkeit? Deutsch. Vorstrafen? Das müsst ihr doch am besten wissen. Und das ist unsere Geschichte. Eine Geschichte ohne Anfang, ein Ende. Alles dreht sich im Kreis, alles kehrt wieder. Eigentlich ist es keine Geschichte. Es ist ein Zustand. Ein Ausnahmezustand. Hey, sag mal, hört dir eigentlich überhaupt jemand zu hier? Ja, dazu, oder? Ich frag mich echt manchmal, ob ihr darüber im Klaren seid, mit wem ihr unterwegs seid, Mädels, eh? The bomb, baby. Check it out, check it out. It's like this, tell a little story. I once arrived in these shores, little more than a prayer. Paid fair, last dying, match, peace, and time. Hey, sit down. Get up, man. Assalamu alaikum, man. Assalamu alaikum, salam. Was kommt wegen der Uhr, man? Weißt du, wo ich hier bin? Deine Uhr. Die ist weg. Heute ist der Erste. Du kommst zu spät, Faruk. Wie war es jetzt hier zu spät, Mann? Das gibt's doch gar nicht. Doch, doch. Ist aber so. Deine Flohmarkt-Rolex ist verkauft. Schon lang über den Tisch. Was hat er gesagt? Flohmarkt-Rolex. Flohmarkt-Rolex? Wir reden hier von meiner Rolex, Mann. Edelstahl, Oysterband, Quarzwerk mit ewigem Kalender und Wegfunktion. Von mir aus kann die fliegen. Hey, Saddam, verarsch mich jetzt nicht, Mann. Spar uns das und rück die Uhr raus, ja? Und mein Goldarmband. Hey, gehst du erstmal um die Uhr? Und mein Goldarmband, 18 Karat, passend zu der Kette. Die hat doch nie und nimmer 18 Karat. Wo willst du das wissen? Ja, scheiß auf den Schmuck jetzt, ja? Du weißt, wo ich den her habe. Ist doch scheißegal. Ist nicht egal. Halt doch mal die Klappe. Hey, ich merke nur, ich werde hier tierisch aggressiv, ja? Entweder liegt bei drei meine Uhr auf dem Tisch, ich räume dir den ganzen verfickten Laden aus, Alter. Dann zähl doch mal, du Dattelpalme. Eins. Zwei. Arschloch. Ach, kein Scheiß, Faruk! Mein Kollege ist tot, Faruk. Ich habe mit Kemal und Mehdi alles klargemacht, beerdigungsmäßig. Aber egal, er lag schon eine Woche im Leichenschauhaus und gammelte da vor sich hin, weil die Staatsanwaltschaft die Todesursache ermittelt. Das war aber ganz klar Notwehr, meine Damen. Nun liegt Faruk im Loch. Der liegt da und das war's. Er hat ein scheiß Leben geführt, ist beschissen krepiert und ist einen Monat lang im Leichenschauhaus vergammelt. Das war's, Ende aus. Ich frag mich nur, ob es das gewesen sein kann. Verdammte Scheiße, der ist schon verfault. Hab ich dir doch gleich gesagt. Habt ihr die vier Löcher gesehen? Den haben sie richtig in den Arsch gefickt. Ich habe nur drei gezählt. Du kannst nicht richtig gucken, Alter. Einer an der Schulter, einer am Arsch, einen Bauch, einen Rücken. Das sind nach Adam Riese vier. Sind nur drei. Bauch und Rücken ist ein Durchschuss, Kaliber 45. Vorne rein, hinten raus und aus die Maus. Zick. Das zählt nur einmal. Der andere Drecksack ballert sein halbes Magazin leer und rennt immer noch so rum. Was geht ab? Der Hodja hat so ein Deo-Spray in die Luft gespritzt. Er fragt noch, stehst du das auch durch? Ich so, natürlich. Gibt's hier auch Handschuhe für mich? Mir kam das Kotzen bei dem Scheißgeruch. Allahi ta'ala al-Fatiha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ich sag's dir im Viertel, ich mach mit allen beschäftigt, mit jedem Scheiß. Ich mein, hör zu, ich brauch einen Führerschein, Türkei-Führerschein, ganz schnell. Ich sag, Unfall auch ganz schnell, aber mir egal. Sonst noch was? Er sagt, ihr habt doch so einen Trick mit einem Draht. Ich sag, ja, das ist ein Spezialdraht. Der hat eine bestimmte Form, passt in was Bestimmtes rein, also in einen Automaten. Du knackst dich, ohne was zu bohren, ohne was aufzumachen. Hey, 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 hey. Alles klar? Ja, cool, bei dir, Mann? Ja, okay, ja. Cool. Ich sag, nur mit diesem Spezialdraht kannst du die Automaten erklären. Du fährst von Stadt zu Stadt und von Spielhalle zu Spielhalle. Steckst den Draht rein, gedreht, kling, 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 kommt die Kohle nur so raus. Das ist eine Sache von einer halben Stunde. Drei Automaten, drei Mille. Der Typ gleich Augen wie Bugs bei den Cash-Dollar-Zeichen, weißt du? Ich sag, ey Alter, aber der Spaß kostet dich 10 Riesen. Ich sag, die kleine Mann, okay, ja, scheißegal, den Draht muss ich haben. Okay. Kriegt er halt die Fahrradspeiche, schön krumm gebogen für 10 Riesen. Und ich sag noch, ey, beschwer dich nicht, wenn es nicht beim ersten Mal hinhaut. Weißt du, wir sind Profis und das Fingerspitzengefühl kann ich dir nicht mitverkaufen. Will ich mal mit dir sprechen? Na klar, kein Problem. Setzt euch. Hör zu, Ertan, wir zwei wollen ganz in Ruhe anschaffen. Und wir brauchen zwar keinen Zuhälter, aber wir brauchen einen, der auf uns aufpasst. Und jetzt, wo Faruk tot ist, da haben wir uns gedacht, kannst du das noch machen? Hast du Bock drauf und wir geben dir jeden Abend 400 Mark. 400 Mark. 400 Mark. Überleg dir das mal. Nee, kann ich nicht machen, ist nicht mein Ding. Mann, Ertan, sei nett, Bargeld lacht. Tut mir leid. Dann kannst du mit Attila und Statko die Lage abchecken. Was will denn der Ziegenficker? Ich bin aber nicht nett. Bin ich nett? Hallo! Na ja, da mein Freund. Wie geht's? Wie steht's? Wie ist die Lage? Alles cool. Was liegt am Mann? Wer sind denn die Mädels? Freundin eines Freundes und noch eine Freundin. Er ist doch tot. Sie hat auch gar keinen Freund mehr. Hey Mann, man hat doch Verantwortung. Und ich hab das Erbe übernommen. Das will ich mir mal überlegen, Alter. Das ist ein verdammt abgefuckter Job. Genau das hat mein Vater auch gesagt. Er hat mich angeschaut und gesagt, ich weiß, mein Mann, aus dir wird nichts mehr. Er hat das cool rübergebracht, deshalb ist das irgendwie hängen geblieben, weißt du? Er hat gesagt, ist mir scheißegal, was du machst, Alter. Aber wenn ich höre, dass du Frauen laufen hast, dass du ein Zuhälter geworden bist, dann bist du nicht mehr mein Sohn. Dann brauchst du nicht mehr durch diese Tür zu kommen. Dann ist es aus. Weißt du, Ertan, es wird immer schräger auf dem Kiez. Der eine Freier will ohne Überzieher ficken, der nächste die Peitsche, der andere legt einen Tausender hin und sagt, nagel mir die Eier fest. Ich sag den Mädels, schaut, dass ihr verdient. Aber ich will nicht, dass die Macke euch was antun oder ein Bacillus dran hängt. Bei uns gilt das Reinheitsgebot. Darfst du es nicht denken, der nimmt jetzt große Worte in den Mund. Nee, denke ich nicht, auf keinen Fall. Drittens mal die beiden Tussen ab und du bist die Sorgen los. Naja, wie dem auch sei, es arbeitet in meinem Kopf. Ich sag mir, lass den Scheiß. Und immer wieder der Spruch von meinem Vater, verstehst du? Sick dran, du hast jeden Scheiß gemacht. Mach wenigstens diesen Dreck nicht. Ich sag den Mädels, hör zu, ich überleg mir das. Warum denn dem jüdischen Taschen? Schlaf nur nach drüber, hab ich mir gesagt. Entweder der Spruch von meinem Vater oder Bargeld. Das ist hier die Frage. Pass auf, dass du dich nicht ins fremde Territorium verläufst. Sonst gibt's Kielverbot. Kiel was? Sonst gibt's in Kiel keinen Ort mehr, wo du an Land gehen kannst. Ach ja? Jeder Hund bellt auf seinem Müllhaufen. Hier ist aber nicht das Eros. Hier ist unser Müllhaufen. Rein aus Formalitätsgründen. Hast dir das gesagt, sein Mann? Okay, Alter. Mann, Ertan, ziehst du jetzt den Schwanz ein, oder was? Die Sache stinkt uns aus Prinzip. Wir sind allesamt Kanaker. Unser Schweiß ist Kanake. Unser Leben ist Kanake. Unsere Goldketten sind Kanake. Unser ganzer eigener Stil ist Kanake. Okay? Wir können uns ruhig kommen mit Kielverbot und so, aber daraus wird nichts. Ich meine, die Sprüche, die kann jeder ablassen. Aber die können nur drohen und nichts in die Tat umsetzen. Und wenn auch, dann sollen sie ihm kommen.
Ja, Mann, Alter. Ey, ich hab ihm sogar Bananenchips besorgt. Von wegen Heimat. Der pickt sich die Dinger sogar aus dem Futter. Dem geht's so gut. Aber reden will es trotzdem nicht, das viel. Was ist das denn jetzt? Hammerschlaftabletten. Zur Beruhigung, weißt du? Wenn du die reinhaust, dann machst du Sachen, da weißt du nachher nichts mehr von. Du kriegst eine Teilamnesie. Voll pervers. Komm, Abi, lass uns den Laden klar machen. Alles klar. Wo denn? Da. Da drüben, die Spielhalle. Ich geb dir Rückendeckung. Was? Ich geb dir Rückendeckung. Rück die Kohle raus! Hey, rück die Kohle raus! Rück die Kohle raus! Rück die Kohle raus! Ich hab keine Kohle. Wie, du hast keine Kohle? 1000 Geldautomaten und keine Kohle? Ist aber komisch. Ist ja zum Lachen. Total zum Lachen. Hey, ich hab's alles angedrückt, die Kohle raus! Hörst du den Alarm? Ja. Nein, ich hör keinen Alarm. Das ist gar kein Alarm. Welchen Alarm denn? Hey Kimmer, du hörst überhaupt keinen Alarm! Ich höre den Alarm! Ich höre den Alarm und denke, ist normal, du hast einen Überfall gemacht! Raubdezernat. Sind Sie Ertan Ungun? Ja, Mlaquim, wer sonst? Guck mal, was ich für dich habe. Haftbefehl. Zum Glück haben die nicht in meiner Wohnung rumgeschnüffelt. Aber in meinem Hemd habe ich Zeug und Koks vergessen. Wie viel? 140. Deine genialen Pläne. Voll die Blamage. Da gehen wir noch mal hin. Ja. 140 von Gucci. Strümpfe von der Halsarmee. Die Idioten haben nichts gemerkt. War da nicht sonst noch was? Nö. Okay, du kannst dich wieder anziehen. Machst du eine Aussage? Nein, was für eine Aussage denn? Wir haben Zeugen, die haben mich bei dem Spielhallen-Ding gesehen. Sieht schlecht aus für euch. Ist mir scheißegal. Sag deinem Zeugen, der soll keinen Fehler machen. Das hört sich ja wie eine Morddrohung an. Ey, glaubst du, wir sind hohl im Kopf? Unsere Akten sind voll. Wir haben jeden Scheiß gebaut, den man machen kann. Ey, glaubst du, unsere kriminelle Erfahrung, die wir all die Jahre lang gesammelt haben, würde es zulassen, direkt gegenüber, wo wir wohnen, ein Ding zu sehen? Sick, Brasil. Trotzdem wurdet ihr erkannt. Ach ja? Wer ist denn der Zeuge? Das werdet ihr noch erfahren. Jagoda. Die Wäscherei Jagoda ist unser Nachbar. Was will das Arschloch gesehen haben? Wenn der uns was anhängen will, dann flipp ich aus, dann fick ich euren Zeugen. Der erspart sich viel Ärger, das sag ich. Hier, unterschreib das mal. Ich, Ertan Ungun, geboren am so und so, habe im Beisammen des Beamten Lorenz den Zeugen, der in diesem Fall belastend gegen mich aussagt,
umzubringen. Ich unterschreibe hier gar nichts. Von mir aus kannst du einen Roman schreiben. Schreib, dass ich John F. Kennedy umgebracht habe. Ja dann, geh auf den Pott. Ich will jetzt die Schellen loswerden und eine Urinprobe abgeben. Er will eine Urinprobe abgeben. Deine Pisse ist aus dem Labor gekommen. Analyseergebnis? Heroin, Kokain, Speed, Roche, Hasch, Valeron. Was, echt? Voll unzurechnungsfähig. Da habe ich ja Glück gehabt. Du kommst trotzdem in den Bau. Aber ich kann ein gutes Wort für dich einlegen, wenn du mir so ein paar Sachen erzählst. Was denn für Sachen? Was denn für Sachen? Was denn für Sachen? Wo der Stoff herkommt zum Beispiel? Ach, das bringt doch nichts. Wenn der Richter mich reinhaben will, bringt er mich rein. Da kannst du noch so viel labern. Aber wenn ich in den Knast komme, brauche ich Kohle. Wie stellst du dir das denn vor? Ich nenne dir 10 Namen, ob sie dir gefallen oder nicht. Und nehme für jeden Namen 500 Mark. Das sind ja 5000 Mark. Das ist viel zu viel. Hey Kollege, die Namen, die ich dir nenne, die sind echt was wert. Da kannst du dir eine Beförderung holen, wenn du die hops gehen lässt. Ich werde mit dem Chef mal reden, ob er es genehmigt. Alles klar. Ich hab's durchgekriegt. Kohle dabei? Ich hab's hingekriegt. Aber 500 Mark waren zu viel für meinen Chef. Was ist, wenn ich dir 50 Mark pro Namen gebe? Würdest du da lachen? Nö, da würde ich nicht lachen. Echt gut. Total cool von dir. Und ich werde auch ein gutes Wort für dich einlegen. 50 Mark sind so wenig, da würde ich nicht einmal lachen. Erst bei 1-200 Mark würde ich lachen und sagen, das ist immer noch zu wenig. Alles klar. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Zeig dir ran, push! Ich weiß, wie die denken, die Wichser. Die kann ein bisschen ärgern, weißt du? Aber ich leg mich hier hin, einen auf cool, als wenn ich irgendwo auf einer Wiese lieg oder am Strand. Na du Scheiß-Kanacke, wo ist dein Problem? Hast du was mit deinem Kopf, du Kanacke-Frau? Zeig mir gleich deinen Kopf, du Scheiß-Dealer. Ey, was ist das? Ey, was soll denn der Scheiß-Kanacke-Frau? Hau die Fresse! Knalle! Verlier uns die Nase! Ey, ihr Penner! Ihr habt mir da fertig gemacht, ruf den nach! Was ist so doof, Arsch? Komm doch hier rein, wenn ich trau! Alles klar, Arschloch? Wenn ihr ihm was vorwerft, müsst ihr mir das Gleiche vorwerfen. Dein Kollege fliegt zum Bosporus. Mach jetzt keinen Terz, sonst fliegst du mit. Wie siehst du bloß aus, Junge? Ich hab schlecht geschlafen. Die haben Kämmerleile gemacht. Hey, hey, hey. Erzähl mir jetzt nicht sowas. Das glaubst du doch selbst nicht. Ey. Ach, vergiss es. Hier wird sowieso nichts mehr. Ich sage auch nichts mehr. Ertan, was du machst, mehr ist scheißegal. Aber wenn ich höre, dass du Frauen laufen hast, dass du ein Zuhälter geworden bist, dann bist du nicht mehr mein Sohn. Dann ist es aus. Ja, okay, kein Problem. Ich habe schon genug Ärger. Ich habe zu Satılmış gesagt, pass auf, Satılmış. Gebe ich dir den Laden inoffiziell, du gibst mir 5000 Mark im Monat Pacht. Erste Zeit lief sehr gut. Aber es hat er schon 3 Monate jetzt nicht bezahlt. Es macht 15.000 Mark. Überlass ihn mir, ich mach ihn klar. Nein, ich möchte mit ihm nochmal reden. Satılmış, hast du Schulden bei mir? Nein, was für Schulden? Satılmış, hast du Schulden bei mir? Nein, vielleicht hast du Schulden bei mir. Okay, Satılmış, man kann mit dir nicht vernünftig reden. Ich überlasse dir das. Ich scheiße auf 15.000 Mark. Mach ihn klar. Ich werde dich nicht blamieren, Frau. Hast du nun Schulden bei ihm oder nicht? Na schön, ich hab Schulden. Okay, hör zu. Wir lassen ihn aus dem Spiel und du wirst mir das Geld geben, das du ihm schuldest. So machen wir das.
Willst du jetzt bezahlen? Ja und nein. Mensch, Sattelisch, kennt der einen Olivenkern, den Dicker? Verarsch mich nicht. Die Kohle werde ich so oder so kriegen, da kommst du nicht drum rum. Ja, okay. Ich zahle. Aber erst nächsten Monat. Das ist mein letztes Angebot. Okay, Sattelisch, das ist mein letztes Angebot. Hier, ich gebe dir die Kugel in die Hand. Aber das nächste Mal werde ich dir in ein Arschloch jagen. Ich weiß ja nicht, ob dein Leben gegen 15 Mille tauscht. Ich weiß nicht einmal, ob dein Leben 15 Mille wert ist. Das musst du entscheiden. Mir ist beides recht. Überleg dir das. Ich zahle immer sonntags. Das war nun wieder schlau von dir. Warum nicht gleich so? Hat er es begriffen? Er macht Ratenzahlung. Alles cool, kein Thema mehr. Kann ich es nicht glauben. Na du Penner, hat dich mein Sohn jetzt in den Arsch getreten? Siehst du jetzt den Schwanz ein? Verpiss dich bloß, du alter Idiot. Jetzt mische ich mich nicht mehr an. Du hast die ganze Sache versaut. Der Typ hat jetzt seine Stimme wieder heben können gegenüber dir. Der hat keinen Respekt mehr vor dir. Ich mach gar nichts mehr. Ist mir scheißegal. Schau dich doch an. Schau dich doch an. Weißt du, wie du aussiehst? Wie ein arschgeficktes Kaninchen, Mann. Den Laden nehme ich dir sowieso weg. Einen Scheiß nimmst du mir weg. Verdik dükkanı batırdın, kumarda oynadın paraları. Sana ne lan? Sana ne? Sen sinir olsun, bak lan tipine. Sen sinir olsun, bak lan tipine bak. İpne. Götere, sindir o lan. Küfür etmeden. Ederim, küfür ederim. Hepsine ederim. Küfür hepsine ederim. Hak siktir o lan. Hast du schon mal wieder mit Kemal gequatscht? Ja, irgendwann hat er aus der Türkei angerufen. Alle Eltern, wie geht's, wie steht's, rumgelabert. Er sagt, bitte komm her. Ich gehe am Stock. Ich sag, was für ein scheiß Empfang, Mann. Hol dir mal ein vernünftiges Handy, gib mir die Nummer, da können wir was klar machen. Ja, Jungs, wenn ihr ein paar fitte Handys haben wollt, kann ich euch ein Angebot machen. Alle Topmodelle zu 50%. 100 Stunden Standby-Akku. 10 Stunden Gesprächszeit. Scheißegal, wo euer Kumpel ist. In Istanbul im Stau oder in Gaziantep Stromausfall. Spielt keine Rolle. Dann habe ich da noch. Die kann jetzt dann an. Dann habe ich da noch spitzen Uhren reingekriegt. Schweizer Uhren. Hast du auch Rolex im Programm? Na, logen. So richtig mit Wegfunktion und so? Mit Wegfunktion? Ja, genau. Ja, genau. Jetzt warte doch mal! Das war ganz klar Notwehr. Wir können das doch unter uns klären. Aber wir regeln das auf unsere Weise. Was ist das für ein scheiß Eisen? Hab ich die Knarre besorgt, oder was? Ich hab die scheiß Knarre nicht besorgt, okay? Dann hat sie Kemal besorgt. Genau. Kemal hat sie besorgt. Das ist für Faruk. Ich wieder auf Heimaturlaub in Istanbul, in die Wohnung von meinen Alten und mit Kemal was klar gemacht. Habe? Alles cool, bei dir? Ah, fuck, muss nicht so rein. Ich hänge hier total fest, Ertan. Angerufen in Deutschland? Kriege ich keinen deutschen Pass. Und mein Anwalt meint, mit der Türkei sieht sowieso verdammt beschissen aus. Die Türkei kommt nie in die EU, meint der Anwalt. Und ohne Europass kein Ticket zurück. Hast du leid, Alter? Jetzt kommen wir nicht ins Grübeln. Ja, aber Kiel ist auch nicht die Welt. Da kannst du bald keinen Kaffee mehr trinken. Da gibst du noch Löffel mit Loch. Löffel mit Loch? Erzähl keinen Scheiß, Ertan. Was für ein Löffel mit Loch? Ja, das wollen sie in jedem Laden anschaffen. Und wegen Drogenbekämpfung, weißt du? Damit man auf Klo nicht mehr seinen Stoff auf dem Löffel kochen kann. Sowas schreckt vielleicht Löffeldiebe ab. Aktion gegen Löffelschwund oder sowas. Sowas gibt's in Afrika. Da haben sie Teelöffel gelocht. Da hat ein Kaffee ein Loch im Löffel. Ein anderes zwei. Und an der nächsten Ecke haben sie drei. Und wenn da einer einen Löffel klaut, ist klar, wo das herkommt. Aber erzähl mir nichts über Kiel, Ertan. B.
kann man denn hier essen? Die türkische Küche geht bis weit in die Zeit des Osmanischen Reiches zurück. Ja toll, das hilft mir aber jetzt unheimlich. Was ist mit dem Typ? Hey, Süleyman Bey, der hat eine lange Reise hinter sich. Normal. Er soll ganz locker bleiben und sein Maul halten. Glück für Navi. Ich tue hier meinen Job als Firma, wo es um gute Kohle geht und die Geschäftspartner stimmen müssen. Die müssen genauso stimmen wie die Kleiderordnung, die ich mir jeden Morgen zulege. Welche Krawatte es sein muss und ob's Muster hinhaut, weil man ja hier nicht wie ein Penner rumlaufen will. Die Kombination muss haargenau stimmen. Mir erzählt niemand, nimm mal blau statt gelb. Weil das trägt man heute so. Ich mag keine Experimente. Weil wenn du nicht aufpasst, mit wem du am Tisch sitzt, dann bist du wie ein Krümel, den der Kellner von der Platte fegt. Also, kommen wir zum Geschäft. Habt ihr die Kohle? Klar haben wir die Kohle. No problem for no problem people, hä? Kokain oder Heroin? So rein wie eine Jungfrau. Dann lass uns mal was rauchen. Du kannst es nicht rauchen, weil es so rein ist. Total pur. Es läuft nicht. Es verbrennt auf der Alufolie. Nett. Nachgefickt, ne? Soll ich mich damit pudern oder was? Das Zeug spritzen wir. Hör mal auf, Alter, willst du dich verarschen oder was? Da passiert schon nichts. Egal, ob du es rauchst oder reinziehst. Ist ja, Nabi, ist ja! Scheißegal, ich brauch den Kick jetzt. Nicht einpennen. Ja, dann. Kimmel, Abi. Hä? Kimmel, Abi. Effen. Bring mich nach Hause. War ich noch voll breit von dem Scheißstoff. Hat mir echt Angst gemacht. Aber ich sag mir, bleib ganz locker. Beschlaf die Sache und morgen hörst du einfach auf. Na bitte,
wieder im Lande. Hast du was Schönes mitgebracht? Aber das ging dann immer so weiter. Heute geraucht und morgen willst du aufhören. Und heute geraucht und morgen wieder aufhören. Und dann bist du drauf auf dem Edge. Und sieh mal zu, wie du da wieder rauskommst, Alter. Mach mal hin, Nimmer. Halt's Maul! Hier die Kohle, ne? So, return die Scheiße. Willst du verarschen oder was? Wie viel? Für'n Huni. Beckle Murdoch, alles klar oder was? Bilanz, wie du siehst, ist die ganze Familie gekommen. Und ich freue mich, wie gut du heute aussiehst. Das kommt alles wieder in Ordnung. Gesund, mach keine Gedanken. Çok sağ ol. Oğlum aslan gibisin maşallah. Kafana bir şey takma. İyi geçmiş görünüyor. İyi görünüyorsun. Çok saatlisin. Sen mal ruhig. Jetzt rede ich. Mann, Bülent, siehst du scheiße aus. Hör mal zu, Alter. Du bist krank. Du bist nicht doof oder so. Du bist nicht beknackt oder irgend so ein Spassi. Du bist krank. Dich kotzen irgendwelche Sachen an und du hast sie in dich hineingefressen und auf einmal bist du explodiert. Bring mich um. Tu mir den Gefallen, Hertha. Bring mich um. Ich habe kein Vertrauen. Ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Niemand. Menschen tun mir weh. Unter meiner Haut. Ich kenne das, Mann. Da haben wir was gemeinsam. Ich bin drogensüchtig und kriminell und du bist ausgeflippt. Aber glaub mir, du kannst deine Krankheit nicht besiegen. Du musst dich mit deiner Krankheit anfreunden, damit du klarkommst. Nenn mir einen Grund zu leben. Kannst du dich an die Story erinnern, die du mir erzählt hast von den Vögeln? Was ist denn das für eine Geschichte? Er hat einen Vogel gesehen. Und der Vogel hat ihn dazu gebracht, weiterzuleben und seine Selbstmordgedanken loszuwerden. Erdan, versteht mich der Junge? Versteht mich? Ich hab dir zwei Kinder gemacht. Trotzdem habe ich Angst, mich umzubringen. Und wieso hast du Schiss? Weil das Leben schön ist. Angst ist etwas, das du brauchst. Wenn du die Angst nicht hättest, dann würdest du sagen, okay, jetzt versuche ich mal aus dem 10. Stock zu springen. Ich möchte, dass er wiederkommt. Klar kommen wir wieder. Mach dir keine Gedanken. Ab jetzt
werden wir alle sehr, sehr sensibel mit dir umgehen. Ich mag dich, weil du so bist. Aber du hast dich, weil du so bist. Du willst so werden wie die da draußen, ein dummes Arschloch, das nur für Geld und Mercedes und Schmuck und teure Schuhe und Urlaub einmal im Jahr lebt. Aber du kommst damit nicht klar und wenn du dich den anderen mitteilst, denken die, hey, der ist ein Spinner, der ist nicht ganz dicht, weil du Herz hast, weil du Gefühle hast. Du willst dich ändern, aber du schaffst es nicht. Aber weißt du was? Ich bin hierher gekommen, weil ich dich mag. Und ich mag dich, weil du so bist. Scheiß was auf die Leute. Das Leben ist nun mal so. Ich würde mir jetzt gerne auch einen Druck setzen und mich in meine Traumwelt flüchten, in mein Paradies. Aber die Leute beneiden mich nicht, wenn ich dahin fliehe und ich wenigstens ein Paradies für 8 Stunden habe. Im Gegenteil, das ist denen scheißegal. Ruh dich hier aus, entspann dich ein bisschen. Und wenn du wieder okay bist, dann werden wir alle, auch deine Frau, nur für dich haben. Du musst jetzt auch mal selber das Gespräch suchen. Und denk an die Vögel, Alter. Du redest zu wenig mit ihm. Du hörst ihm nicht zu. Die Gedanken, die in seinem Kopf herumschwirren, interessieren dich nicht. Du denkst, er ist ein Idiot. Ist er aber nicht. Er ist ein intelligenter Typ. Und das ist der Grund, weshalb er mal ausflippt. Hi. Hast du vorhin hier angerufen? Zimmer 30. Geradeaus. Ja, geh mal durch. Hey, ich komm wieder. Auf jeden Fall komm ich wieder. Ja, mach mal. Ich bin ja noch neu hier und die wollen halt sehen, wie es so läuft, so prüfungsmäßig halt. Mach dir keine Sorgen, die Prüfung hast du bestanden. Du hast Hausverbot, Ertan. Schon vergessen? Nee, ich hab kein Hausverbot. Bist du taub, oder was? Ich hab Kieferbrot, Mann. Ach ja, und wo sind wir hier? Hey, Kollegen. Du türkisch, du jugoslawisch, ich türkisch. Wir sind alle von derselben Baustelle, Mann. Wir sind alle Kanaken, wir sind ein Volk, okay? Also kein Problem hier. Glaubt ihr, ich hab jetzt Schiss, oder was? Was soll das überhaupt? Du hast 2 Fäuste, ich hab 2 Fäuste, okay? Du kannst nicht zählen, Alter. Kielverbot heißt Kielverbot. Kalt da unten. Das merkt ihr nicht mehr. Hey Arschloch, Schluck Wasser, bis die Lungen platzen. Nein, ich müsste auftauchen. Quatsch. Weg ist weg. Tode tauchen immer auf. Wir hätten Beton an die Füße packen sollen. Weißt du was, Latko? Du gehst mir manchmal auf die Eier. Die Sache hat trotzdem einen Haken. Was für ein Haken?
Wenn das mal nicht die Kieler Bucht ist, Alter. Nass gebracht. Stell bloß keine Fragen, Alter. Und wir gleich rüber zum King George. Und ich sag noch zu den Jungs, einer parkt hier, einer um die Ecke. Nicht alle auf einmal da ankommen. Das fällt auf, weißt du? Und der Rausschmeißer, der macht noch Terz, von wegen Ausländer. Dabei ist der, glaube ich, Pool oder so. Da kann man ja drüber gehen. Das braucht man ja, kann ich abzugeben. Ich bin ja nicht rum. Mach dich locker, Alter. Hausmeisterschaft ist vorbei. Freut euch! Hallo, Attila! Oh, meine Freunde! Setzt euch, trinkt doch was! Wir haben gehört von Kielverbot und Kaltmachen und Kielverbot? Wo gibt's denn sowas? Das war ein Spruch, ein Scherz. Lasst euch nicht verrückt machen. Die ganze Sache hat sich als Missverständnis herausgestellt. Stimmt sie, Unja? Mann, er denkt, geh woanders feiern. Ich meine, du kannst dich ja oben im Whirlpool ein bisschen aufwärmen, Erta. Und wenn ein Mitarbeiter von mir Scheiße baut, dann müsste ich nicht sagen. Was dir jetzt sofort? Wem sagst du hier? Ey, Mehdi, was ist mit dir? Ey, Mensch, komm mal, mach doch was! Was soll ich denn machen, verdammte Scheiße? Der kratzt gleich ab! Ruf einen Krankenwagen oder so! Einen Krankenwagen? Bist du bescheuert? Da kommen gleich die Bullen! Das machen wir selber! Ach ja? Der Schmerz kommt noch. Die Kugel ist ja heiß im ersten Moment. Und das spürst du gar nicht. Aber wenn die Kugel abkühlt, dann spürst du die Schmerzen. Also, sei froh, dass du jetzt tragen darfst. Steh auf! Tut man nicht? Hä? Evet, Erta. Ja, was? Alter, schieb die Knarre rüber. Du kannst ihn jetzt nicht wegballern. Das ist keine Affekthandlung mehr. Keine was? Keine Notwehr. Das ist Paragraphenscheiße. Evet, Erta. Aber denk lieber nach. Hey, Jungs, macht jetzt keinen Scheiß, ja? Ihr könnt euch mit den Tussis auf meine Kosten amüsieren. Siehst du irgendwelche Zeugen? Steckst du deinen Kopf raus, wenn geschossen wird? Ich kann ihn doch jetzt nicht laufen lassen, verdammt. Erta. Kardeş kardeş öldürmez. Bak bak, abi. Kleine Alice am Wimmern. Lass ihn gehen. Es lohnt sich nicht. Alles klar, Attila. Heute ist dein Glückstag. Du kannst froh sein, dass mein Kollege hier so großzügig ist. Das war doch nett, oder was? Hä? Immer ein Lächeln im Gesicht. Immer nett, immer freundlich, immer gut drauf. Aber auf der Kieler Woche, vor 5 Jahren oder was, da hat er einen amerikanischen Soldaten umgebracht. Ah. Ja, die scheiß GIs haben die Show schon in der Diskothek abgezogen. Einer von denen ist zu seiner Alten gegangen und hat gesagt, you wanna fuck with me? Der hat gesagt, you wanna fuck with me? Aber Media hat sofort gesagt, fuck you, baby, come on. Wer bist du überhaupt, du Arschloch? Dann sind sie sofort auf die Straße gegangen, dann gab es eine Riesenschlägerei. Mitten auf der Straße haben sich die Media gegriffen. Den haben sie richtig bearbeitet, richtig auf den Kopf. Voll angenockt, zieht er aber plötzlich einen Knarre aus dem Wagen und knallt den ersten ab. Bam. Evet. Ich meine, war klarer Fall von Affekthandlung.
Was? Notwehr? Nee, Alter. Die hatten so einen Bundeswehrsoldaten als Zeugen vor Gericht. Der hat mehrere Schüsse gehört. Der hat mit Handklatschen die Schussbeuge geschrieben. Ein Wichser, verstehst du? Aber glaubwürdig. Und das zählt. Der hat ausgesagt, er hat gesagt, die Schüsse waren so. Peng! Und dann peng, 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 peng. Peng? Und dann peng, 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 peng. Naja, scheiße. Kann keine Affekthandlung mehr sein, weil zwischen dem ersten Schuss und den anderen eine Pause war, verstehst du? Und stell dir vor, die kriegen dich wegen so einem scheiß Zeugen, der sich da hinstellt und er denkt, der ist in so einem Gangsterfilm oder so, weißt du? Mit so einem verwegenen Gesichtsausdruck macht er dann die Schuppen wegen bam, 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 bam. Wegen der Pause nach dem ersten Bam, da haben sie dich am Arsch. Das war eine Denkpause. Da hast du nachgedacht. Und dann nochmal geballert. Das eine ist aus dem Bauch raus, das andere ist Mord oder Totschlag. Das sind 10 Jahre Zuschlag, Alter. Kein Arzt lässt dich blicken. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Unser Kollege verreckt zwar gerade, aber das geht schon in Ordnung. Trinken Sie ruhig Ihren Kaffee weiter. Der Arzt kommt gleich. Hat gerade was zu tun. Ihr Freund? Nee, nicht direkt. Man kennt sich. Mein Kollege. Sie hätten ihn früher bringen müssen. Hätten. Mach dein Maul auf! Es tut mir leid, wir konnten nichts mehr. Das war doch nur eine Beule, Mann! Der ist ein Dicker, der stirbt nicht so schnell! Das war ein Schädelbasisbruch. Morgens um 7, ich noch im Halbschlaf, höre ich ein Klingeln. Aber ich merke an dem Klingeln, so wie der Typ klingelt. Ja, was denn? Ich bin von der Hausverwaltung. Gleichgeschnallt, dass das die Bullen sind. Was wollen Sie denn? Es geht um den Mietvertrag. Machen Sie mal auf, wir müssen mal kurz mit Ihnen sprechen. Moment, ich zieh mal kurz die Hose an. Ich spiele natürlich mit und habe so getan, als ob ich sie ihm abkaufe. Moment, ich suche den Schlüssel. Was haben wir denn hier? Komm mal runter. Das sind mindestens 3 Gramm. Okay, ich werde alles aussagen. Alles zugeben. Dann erzähl mal. Persönlicher Bedarf. Mehr ist nicht. Das gebe ich zu. Persönlicher Bedarf. Was ist das denn? Wenn du das nicht weißt, weißt du, Lister bist. Bye, bye, Arschloch. 5 Jahre. 2 Drittel sitzt du ab. Wo ist deine Tatgenosse? Kemal Özbek. Kemal wer? Der Junge veralbert mich. So kommt er nicht ins Geschäft. Hol mal ein paar belegte Brötchen. Eine Kaffeemaschine hat er ja. Und die Bullen sitzen stundenlang 7 Mann hoch in meiner Bude, voll das Kaffeekränzchen. Und jedes Mal, wenn es klingelt, denken die, mein bester Kumpel Kemal steht vor der Tür. Alles klar, ich brauch Ruhe. Hey Mann, verpiss dich. Was hast du hier verpiss dich? Ich bin dein bester Kunde. Hau ab, die Bullen sind da. Sie heißen? Dr. Funkenstein. Dann nehmen Sie mal Platz, Herr Doktor. So eine Scheiße. Mann, lass mich einen drücken. Ab, Alter. Sieht der Gitter oben, oder? Hä? Dann komm rein, geh. Adi, Heilung.
Erzähl mir jetzt nicht, dass das Bullen sind, Alter. Sind Sie Kemal Özbek? Buchi, die klar? Hi, Ethan. Okay, dann vielleicht später? Was ist denn hier los? Alles fit, wenn du siehst. Willkommen im Club. Hoffentlich hast du genug Wartezeit mitgebracht. Was waren denn das für Mengen, die Sie von dieser Connection bekommen haben? Das war wenig, ganz wenig. Ach so. Sie haben also nur ganz, ganz wenige Mengen bekommen. Nee, das habe ich nicht gesagt. Das haben Sie doch eben behauptet, oder nicht? Nein. Ich habe gesagt, ich habe ganz wenig bekommen. Aber ich habe nicht gesagt, ich habe ganz, ganz wenig bekommen. Hören Sie mal zu, Herr Ongun. Wenn Sie eine Falschaussage machen, dann kriegen Sie noch ein Jahr drauf. Habe ich kein Problem mit. Ich wollte es nur gesagt haben, Herr Ongun. Sie sollten besser aufpassen. Ich brauche nicht aufpassen. Ich sag doch die Wahrheit. Und was ist mit dem halben Kilo unter Ihrem Balkon? Keine Ahnung, wie das da hinkommt. Kennen Sie einen Kemal Özbek? Kemal Özbek? Weiß ich nicht. Kann ich mich jetzt nicht erinnern. Der hat eine Aussage gemacht und uns die Situation geschildert. Und was er uns erzählt hat, deckt sich präzise mit den Ermittlungen. Danach haben Sie dieses halbe Kilo Heroin auf der Autobahnraststätte Neumünster übernommen. Hören Sie zu, Herr Ongun. Ich verschiebe die Verhandlung auf nächste Woche und Sie überlegen sich das mit dem Özbek. Okay, Moment mal. Ist das strafbar, wenn ich mich innerhalb der Aussage korrigiere? Nein. Gut, dann möchte ich mich korrigieren. Ich habe den Stoff da übernommen. Ah ja, na schön. Und wie ist es dann wirklich gewesen? Ob Sie es glauben oder nicht, aber da hat irgend so ein Kerl aus der Türkei angerufen und hat gesagt, der Stoff ist da und ich soll mich Richtung Bordesholm bewegen. Ich rein in ein Taxi und der Typ hat mich mit dem Handy dirigiert, von wegen nach rechts, jetzt weiter geradeaus und bei Nordhof abbiegen. Aus der Türkei dirigiert Sie jemand durch Schleswig-Holstein, meinen Sie das? Wollen Sie uns das erzählen? Ja, klar! Ich sag noch dazwischen, ich bin hier und hier, wie geht's jetzt weiter? Das war voll die Handy-Connection. Naja, dann haben wir uns auf der Raststätte getroffen. Der Typ macht den Kofferraum auf, gibt mir ein halbes Kilo Stoff und ein Kilo Streckmittel. Gegen 17 Riesen im Tausch. Und mein Taxi hat noch auf mich gewartet, aber scheißegal, wissen Sie, ich habe mich mit dem Stoff dann in den Wagen gesetzt und habe einfach gesagt, einmal zurück bitte. Aber das ganze Gelaber hat alles nichts gebracht, weißt du. Ich komme nach Neumünster, Station B4. Und eine Woche später haben sie Kemal auch reingesagt. Will seinen Arsch mit der Lebensbeichte retten, der Idiot. Ficken und gefickt werden, so ist die Welt. Hey, Kemal! Hey, Ertan! Na, Ertan! Du Arschloch, alles klar? Muss gehen, oder? Und, bist du mal rumgekommen? 2 Jahre. 2 Jahre, da haben wir dieselbe Fahrkarte. Ja, und jetzt? Und was hat der Aktion gemacht? Hey, hey, was hat er gemacht, oder? Scheiße gelaufen! Ja, ist okay! Hör mir auf mit dem Gesülze, du Penner! Lass mich los! Ich runter! 100 Meter Abstand! Okay, 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 ganz ja, ich hab's gehört! Wir reden doch! Hey du, komm mal her. Was soll denn? Wie lange musst du absitzen, Bruder? 3 Jahre. Und wofür? Stoff. Ach ja? Wie viel? 2 Kilo Coca und 4 Kilo Heroin. Stil. Und bist du voll dem Mafiosi, ne? Voll Ibne. Hier im Knast. Hat alles seine Ordnung. Siehst du die Wand da? Ja. Wie ist die? Weiß. Und der Paddyworker? Grün. Genau so ist das auch im Knast. Also entweder? Weiß. Oder? Grün. Alles kapiert? Wir haben hier eine Knastordnung. Und eine Gang. Und du bist ein cooler Typ. Wie heißen die Gang? Die glorreichen 7.
Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Hier hat jeder seinen Bezirk und seine Aufgaben. Ich bin für Autodiebstahl zuständig. Der für Autoradiodiebstahl. Für Drogen. Raubüberfall. Einbruch. Prostitution. Glücksspiel. Okay? Wir haben fast alles. Und wenn du dazugehörst, hast du alles. Hey, cool. Pass mal auf. Ich werde dich dem Knastkönig vorstellen, dem King. Wir haben eine Geheimsprache. Mhm. Damit die Beamten und die anderen nicht merken, dass wir eine Crew sind. Ah. Okay, hör mal zu, die geht so. Wie jetzt? Ja, genau das. Du kriegst die Motten, ey. Hey Mann, einmal heißt komm her, zweimal heißt geh weg. Das ist das Erste, was du lernen musst, wenn der Knastkönig dich ruft, Mann. Okay? Wenn er einmal mit dem Mund putzt, dann musst du antanzen. Wenn er es zweimal macht, dann musst du abschwillen. Ey, ihr verarscht mich jetzt aber auch nicht, ja? Was heißt verarschen? Ha? Er will dich in die Gang aufnehmen. Ha? Okay. Hör mal zu, wir müssen üben. Weil Elian, der King, ne? Der ist voll der Hardcore-Typ. Ey, der ist voll das Tier, weißt du? Ist voll muskulös, voll der Fighter, voll übertrieben hart. Jetzt sind wir 7, die glorreichen 7. Aber scheißegal, wenn du dazu kommst, sind wir 8. Dann nennen wir uns einfach die abgefuckten 8. Oh, die abgefuckten 8, das ist cool. Hey, ich besorge dir einen Termin beim Knastkönig, okay? Auch keine Scheiße, Alter. Ey, sonst macht er uns alle fertig. Ey. Nee, Mann, kein Problem. Maşallah moruk. Helallah danalı celal. Nasılsın Zeytin? He, yarın biri geldi buraya, tamam mı? Yeni. Ne neue Gurke ist gekommen. Du bist der Knastkönig. Ja, Mann. Lass sie, wir machen eine Show. Du gibst ihnen halt Befehl und so. Scheiß Zelle sauber machen und so. Ist ja doch keine Scheiße, Zeytin. Hey, wir haben eine Geheimsprache. Die haben wir dem Knaller beigebracht, weißt du? Wenn du ihn rufst, dann musst du voll spurten. Dann lass mal deine Geheimsprache hören. Ja. Was? Ja, Mann. Ey, den schicken sie in der Zwangsjacke in die Klapsmühle. Ja, guck mal, wenn er es nicht bringt, ne, dann gibst du mir eine. Okay, aber rein filmmäßig, okay? Damit der Alter die Autorität spürt und das alles ernst ist und so. Ja, cool, cool. Aber nur ein bisschen lauter. Genau, Mann. Gehst du dahin? Hallo. Hast du schon geübt? Ja, hab ich. Hast du jetzt herkommen oder abhauen oder was? Ach, du Idiot! Du sollst das nicht sagen, du sollst das machen, Mann! Einmal für das Herz, hör mal weg! Alter, der Penner hat ja überhaupt nicht geübt! Da hab ich gar keinen Bock drauf! Ja, gib dem noch eine Chance, Mann, ey. Der ist neu, weißt du? Ja, Alter, lauf schnell weg. Lauf weg! Und dann rückt der Kollege mit dem Knüppel an. Ich sag noch, fass mich nicht an. Mach das nicht, überleg dir das. Aber dem Typ war das scheißegal. Er hat mich wohl nicht ernst genommen. Aber ich bin am Flurende, weißt du? Alle Zellentüren zu und sitze in der Falle. Und der Kerl nimmt den Knüppel und schlägt los wie Sau. Immer wieder auf den Unterarm. Der war schwarz-blau-grün. Jeder macht hier Geschäfte. Der eine verkauft Hasch, der andere verkauft Heroin im Knast. Und das läuft. Ist sehr lukrativ, weißt du? Im Knast brauchst du erst recht Kohle.
Wie läuft's so? Arbeit in der Schlosserei, dies und das. Das packst du doch. Ja, wenn du niemanden hast, bist du ohne Kohle ein. Und was ist damit? Ich brauch Geld oder Stoff. Eins von beiden. Kannst du mir was reinbringen? Was reinbringen? Was denkst du denn? Das ist nicht mein Ding, Atan. Du tust den Stoff in Kondome, dann wartest du an der Tankstelle. Dann kommt mein Mann. So ein Freiwilliger, Knacke, der ist überall tätowiert. Den gibst du dann den Stoff. Das war es, mir ist nicht. Und was ist, wenn ich es nicht mache? Mensch, frag mich nicht, nerv mich nicht. Ich stehe auf dem Schlauch und du kommst mir so. Dann leck mich doch am Arsch, wenn du das nicht bringst. Du rennst und rennst und rennst nicht, du scheiß Arschloch. Ich geb dir jeden Scheiß und du rennst nicht. Dir geht's so gut. Du machst doch nicht mal Kunststücke. Okay? Dann schieße ich dir mal jetzt die Spritze in den Arsch, damit du heil wirst. Und wenigstens ein bisschen was bringst. Jetzt kriegst du sogar den Stoff von mir. Andere Abgefuckte würden alles tun, um den Stoff ranzukommen. Und du? Du kriegst ihn umsonst. Oh nö. Irgendwie geht das zu weit. Das ist mein letzter Druck. Das kannst du nicht verlangen. Was für Kohle? Die Kohle, Mann. Warte. Von mir aus. Wer ist da? Ah, Süleyman Bey. Alles klar? Wo hat er denn meine Nummer? Türkische Telefonauskunft. Da werden Sie geholfen. Hey, hier vor die Tür, Mann. Mit deinem scheiß Telefon. Wir gehen gleich zusammen vor die Tür, du Penner. Halt mal die Klappe, das ist ein Ferngespräch aus Istanbul. Aus Istanbul? Oh. Kurze Störung, aber sonst geiler Empfang. Hör auf zu quatschen. Keine kleinen Mengen mehr, mein Freund. Halbes Kilo aufwärts. Original verpackt. Damit wir nicht ständig kommen müssen. Ja, Alter. Ich bin doch nicht der Großmogul. Da habe ich keinen Bock zu. Ich muss so wenig. Sag mir einfach, ob du willst oder nicht. Mann, Mann, Mann. Das ist scheiß wie Geld. Dann vergiss es und guck Filme. Scheiße aufgelegt, Mann. Die Kohle! Es gibt keine Kohle. Dein Vater war schon hier. Ich zahl doch nicht zweimal. Ist mir doch scheißegal! Mir auch scheißegal! Auf einmal geht die Tür auf und ich denke, was ist denn jetzt los, weißt du? Kommt ein Beamter rein mit Ilhan. Voll der Hardcore-Typ, aber so klein mit Hut, weißt du? Der hatte seinen letzten Verhandlungstag. Ich schaue ihn an und sehe die Augen voll dick. Super dick. Richtig rot, er hat geheult, Mann. Ich habe sofort geschnallt. No, du Mutter. Was ist denn los, Alter? Ich gefragt, weißt du? Und er, wir haben hier 10 Jahre. Und 6 Monate. Ich sag, was? 10 Jahre und 6 Monate? Ey, Mutter, nimm den Taschakischme. Verarsch mich nicht, sag ich, weißt du? Er hatte eine gute Anwärtung gehabt, weißt du? Teuer, aber gut. Er dachte, maximal 5 Jahre. Oder sogar Freispruch. Das war aber kein minderschwerer Fall. Ich meine, guck dir den Ilhan doch an. Der bringt doch einen aus Versehen schon um. Aber 10 Jahre, was willst du da noch sagen? Schöne Welt? Ohne Geld? Hi. Hi, setz dich. Ich hab den Job gewechselt. Kluges Mädchen. Was denn? Burger King Spätschicht. Wie viele Einnahmen habt ihr denn da? 1000er, aber nur an allerschlechtesten Tagen, Minimum. Und an den guten? 5 bis 6, aber im Tresor ist noch mehr drin. Dann sollten wir dich mal besuchen, ne? Ja, dann kommt doch mal zum Essen vorbei. Wieso, wieso denn zum Essen? Wenn wir kommen, dann ist das allerletzte den Laden verlassen. Wir werden gegenüber auf dich warten. Und bevor dein Taxi kommt, zündest du eine Zigarette an. Und je nachdem, wie viele Leute drin sind, so oft ziehst du eine Zigarette. Das heißt, wenn du einmal ziehst, wissen wir, dass der Geschäftsführer da ist. Und wenn du zweimal ziehst, wissen wir, der Geschäftsführer ist da und noch eine andere Sau, die da arbeitet. Okay? Und wenn geschossen wird, dann läufst du einfach los. Hast du was getrunken, Kamal? Oh, wie oft willst du mich noch fragen? Ich hab nichts getrunken. Nichts, gar nichts. Hade, von wegen Alkohol am Steuer und so. Stell dir vor, du hast dicke Kohle gemacht.
Und muss aufs Revier wegen ein, zwei Bier. Nur der Chef drin. Scheiße, der hört ja gar nicht mehr aufzuziehen. Ich glaub, das waren 4 oder 5 Mal. Was denn, 4 oder 5? Ich glaub 5. Was macht die jetzt? Wieso geht die wieder rein? Jetzt zähl ich selber nach. Oh, 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 Leute, das ist ein Überfall. Keine Angst, keine Angst. Sprecht euren Frag weiter. Euch wurde schon das Geld aus der Tasche gezogen. Du kannst dich zählen, Alter. Das sind mehr als 10. Draußen waren es nur 5. Schön, 5. 5, 6, 7. Die da hinten, die 3. Und der da. Das sind schon 10. Komm, 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 mach mal die Kasse auf. Ja? Mach! Was ist das? Tageseinnahmen. Scheiß auf Tageseinnahmen! Gib mir die Wocheneinnahmen! Alter, willst du mich verarschen oder was? Was soll das scheiß Wechselgeld? Ich hab nur Beschlüsse für die nächste. Wie viel ist da drin? 5000. Ich war nicht. Wehe, du kannst nicht zählen. Mach auf! Mach die andere Kasse auf! Ich schwöre, ich hab den Schlüssel nicht für die anderen Kassen. Mach die Kasse auf! Mach sie auf, verdammt! Ich schwöre, ich hab den Schlüssel nicht für die anderen Kassen. Alter, Alter! Dem geht der Kackstift! Mach keinen Scheiß! Okay, hör zu. Du rufst die Bullen erst in 15 Minuten. Dann passiert nichts. Alles klar? Ja, kein Problem. Ist das dein Angebot? Ja, cool. Ich sehe auf die Uhr. Bonsoir, ist die Unge frei? Du hast vielleicht Nerven. Du kannst ja nicht einfach reinkommen. Wenn Attila das schnallt, der ist ja nicht doof. Ach komm, das ist eine alte Kamellenmädchen. Komm, mach dir keine Sorgen. Wir fahren draußen ab, okay? Mich sieht hier keiner im Haus. Ich meine, klar geht das. Ich hätte nicht gedacht, dass du nochmal wiederkommst. Habe ich doch gesagt, oder? Ich dachte, du hast jetzt eine schnieke Freundin, die mal für dich da ist. Oh, nee, nee, da musst du so viel Singsang machen und Zuckerhust. Nee, das ist nichts für mich, glaub mir. Noch nicht. Ja, das stimmt. Wer weiß. Na, alles klar. Na, auf jeden Fall. Sag mal, wie oft hast du eigentlich an der Kippe gezogen? 5 Mal, wieso? Ja, der Laden war voll mit Leuten. 5 Angestellte, darum ging's. Klassische Absprachefehler. Sowas kann ins Auge gehen. Scheiße. Schöne Scheiße. Ausgerechnet heute. Na toll. Das soll schon sein, Mann. Lass ihn doch kommen. Komm raus, Ertan. Wir müssen was klären. Ganz normal gelöst, Attila. Was soll das? Irgendetwas gesagt. Hast du doch gehört. Hey, Attila. Komm, setz dich zu uns. Trink was. Auf unsere Kosten. Mach's dann jetzt auch noch sentimental, du dumme Fotze. Willst du vielleicht gleich was auf den Arsch holen? Attila, zuckel mal ab. Okay? Komm in einer halben Stunde wieder. Du klaust mir meine Zeit. Was ist los? Ich klau dir deine Zeit? Hast du Probleme? Oder hast du Schiss? Wer bist du überhaupt, Lanz? Ich kenne meinen Beine, ne? Sam, benim beynini sikeceksin. Göster bakalım, gel! Warum kann der nicht hören? Hä? Schließ mit dem Leben ab, du Arschloch. Glaubst du Spaß, ja? Sag das Glaubensbekenntnis auf. Mach keinen Spaß, Attila, hör auf! Hey, Hurensohn! Dreh dich um, ich möchte dich in den Rücken schießen. Stirb lieber, schon Zeit vorbei. So? Mhm. Warum kann er nicht hören? Was soll ich sagen? Ich
bin zwischen Tausenden von Menschen. Ich sehe Araber, ich sehe Afrikaner, ich sehe Türken, ich sehe Dealer, ich sehe Junkies, ich sehe Nutten. Morgens schaue ich in den Spiegel und sehe mich. Das war's dann. Das ist mein Leben. So kommen wir hier aber nicht weiter, Herr Ongo. Die Leute bringen sich um wegen jedem Scheiß. Einer bringt seine Alte um, weil sie zu spät nach Hause kommt. Ein anderer macht seinen Freund fertig, wegen ein paar Scheinen. Und einer ballert rum, weil er auf Paranoia ist. Ich kann nicht mehr über jeden Scheiß nachdenken. Ich hab die Schnauze voll, ich will die Scheiße hinter mir lassen. Ich will Ruhe. Tamam, ich will einfach nur Ruhe. Kleiner Schlitz. Scheiße, hä? Ich glaube, das ist ein Loch. Ich hab voll die Probleme, Alter. Lass dich locker, lass dich locker. Wenn du am Boden liegst, dann stirbst du schnell. Du doch mich ohne. Wir sind für dich da. Nur, dass du Bescheid weißt. Wir brauchen zwar keinen Zuhälter, aber wir brauchen einen, der auf uns aufpasst. Ja, Mann. Everything good. Cause I'm being alive. Oh, Nana, say, every day is good because I'm being alive, alive, yeah. From the day I was born to the day me I go die, I die, yeah, 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 yeah. Every day is good because I'll be in a life, a life, yeah. Ooh, na, na. From the day I was born to the day me I go die, I die, yeah, 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 yeah. In a tight, a ring, low tide. I know that Jah will always be by my side. He might the one will carry me through the night every day. He make me open my eyes and I will never give up the fight, no. And I will never give up my pride, no. And if tomorrow I should die, well, I know that today is good because I am alive. Well, every day is good because I begin alive, alive, yeah. Ooh, na, na. From the day I was born to the day me I go die, I die, yeah, 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 yeah. Every day is good because I begin alive, alive, yeah. From the day I was born to the day me I go die, I die, yeah, 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 yeah. You mother nature, often may I disrespect you, but I love you, boy, you, oh, father, Jaja, love, I may appreciate it, the things that you give, I may buy, may walk through the valley of the shadow of it, and me know who I have no fear, cause I know that at the end of the day, Jaja will be waiting, waiting, waiting. I like.
know that Jah will always be by my side. Him a the one will carry me through the night every day. Him make me open my eyes, and I will never give up the fight, no. And I will never give up my pride, no. And if tomorrow I should die away, I know that today is good because I am.